Der äthiopische Wolf ist ein fachmännischer Rattenfänger. Flinke, hohe Läufe, ein sensibles Gehör und eine spitze Schnauze sind sein Erfolgsgeheimnis. Kleine Nilgrasratten bilden den Hauptbestandteil des wölfischen Speiseplans. Doch auf diesem Bergplateau gibt es fettere Beute. Ein Nagetier, das 10-mal größer, aber auch 10-mal wachsamer ist. Die Kuzu-Grasratte. Kuzu-Grasratten verlassen nur ungern ihren Bau. Während sie fressen, halten sie immer wieder nach Gefahr Ausschau. Aber die Ratten haben es mit einem geduldigen Profi zu tun. Hier oben finden die Wölfe Nahrung im Überfluss. Auf jedem Quadratkilometer leben etwa 2 Tonnen Ratten. Man könnte fast sagen, die Gegend ist rattenverseucht. Unterdessen warten die Welpen schon ungeduldig auf die Rückkehr der Jäger. Sie bedrängen sie so lange, bis diese die Leckerbissen herauswürgen. Die Wölfe scheinen hier in einem Paradies zu leben. Doch die Zukunft der hochspezialisierten Bergjäger ist ungewiss. Die kalte Gebirgstundra, in der schon ihre Vorfahren lebten und die die Wölfe auch heute noch zum Überleben brauchen, wird kleiner. Das Klima verändert sich. Es wird immer wärmer in Afrika. In der Folge verschwindet das äthiopische Hochland langsam. Und damit der Lebensraum der letzten 1000 Wölfe auf dem Dach von Afrika.